Moment. Ja, wie ihr mitgekriegt habt, wir sind im Braunschweig. Moin erstmal. Und zwar beim Büssing-Treff. Ja, ist aber kaum noch was da. Schade. Weil Sonntag. Lasst es mal auf euch wirken, was gerade so alles abhaut. Das war dann vorläufig erstmal der letzte. Ne, da kommt noch einer. Ja, ich hätte schon. Nachtzügler. Geh doch mal hier um eine Seite, wa? Oh Mann. Toll. Ja, dafür sind wir jetzt hierher gekommen, oder was? War klar, echt. Ja, das ist das Übliche, was ich meine, weißt du, das geht in 2 Tagen, ja, dann haut die Hälfte hier schon wieder ab. Toll. Mehr als die Hälfte sogar. Da ist nicht mehr viel. Ja, und dafür zahlst du dann 5 Euro Eintritt hier, für am Ende nichts. Ja, scheiße. Muss ich echt mal so sagen. So, die Enttäuschung steht mir, glaube ich, ins Gesicht geschrieben. Ja, wie gesagt, also geplant war ursprünglich Büssing, ist hier nebenan das Treffen, naja, was noch da ist. Und jetzt sind wir doch eher zum Chinesen gegangen, gleich nebenan. Und es gibt lecker Essen. Und standesgemäß wird natürlich mit Stäbchen gegessen, wie sich das gehört. Ja? Wir erkennen das ja auch richtig an. Außer hier neben mir, ne? Auch hier schön mit gebackenem Pudding. Ja? Also richtig cool. So, richtig schön Buffet hier, also Buffet, ne? So, richtig lecker. Und richtig schick hier drin vor allem. Oh, richtig gemütlich, gefällt mir. Wir sind mittlerweile durch und ich kann hier nur empfehlen, in Braunschweig, Hamburger Straße 53, Mongus Garden. Und zwar hier zu essen, ne? Buffet, lohnt sich immer. Hier Mittagsbuffet, ne? 13,80 mit Eis sogar dabei und all inclusive hier für 30,90 €. Natürlich ohne Spirituosen, Wein oder Cocktails. Ne? Ja, ansonsten wirklich sehr gemütlich so. Und auch sehr nett und freundlich, also alles super. Aber das ach, übrigens, Kois haben wir hier auch. So, jetzt gehen wir rüber und gucken uns noch die Verbliebenen an. Von den bisherigen Bussen und so weiter. Da wird noch einiges bei sein, was wir jetzt so noch nicht erwischt haben. Aber vorhin ist schon einiges abgehauen.
wo wir da drinnen waren. Und habt ihr ja auch gesehen hier draußen schon. Wir kamen an. Und als kleiner Hinweis, es war nicht mal ansatzweise nachmittags. Nur, dass du mal eben Bescheid wisst. Vor 12 war das. Ja. Ja. Weil es so schön ist, fällt auch gleich der nächste runter. Also, die Wiese wird immer leerer. Und, wollen Sie verarschen oder was? Ja, was hat er jetzt vor? Das weiß er selber nicht. Rücken die jetzt auf oder was? Ja. Ich gehe mal eben hier vorne hier zu dem Tanker. Ja. Hier ist er ja wieder mit weggekommen. Ja, sonst hast du ja keinen mehr, weil es ist ja kaum noch eine Möglichkeit. Gut, dann gucken wir mal, was noch so gibt. Zum Beispiel den Tanker hier von Bissing. Deutsche Bundesbahn, der LKW, der wird gerade fertig gemacht zum Start. Da hinten stehen noch ein paar Busse. Ja, ich würde sagen, wir gucken gleich einfach mal, was wir da noch kriegen können. Ja. Er fährt jetzt hier vorne irgendwie lang. Ja, gerade rüber und raus. Ja, ist natürlich schade, hier Deutsche Bundesbahn hat oben einen LKW gehabt von Bissing. Jo. Ja, ist natürlich schade, dass viel verloren geht, aber es hilft ja leider nichts. Aber wir versuchen ihn nochmal, ob wir den von vorne kriegen. Der fährt jetzt ab. Oh, das war noch LKW, wa? Leute, das war noch LKW. Hier haben wir noch einen schönen Abschlepper. Ja. Eigentlich, wenn da einer steht, will ich da auch nicht fotografieren. Nehmen wir uns den Feuerwehrwagen da drüben mal vor. Auf den Tieflader, wa? Der dampft mich als nächstes, so wie es sich anhört. Moment. Das war ein bisschen joggen hier. Aber Glück gehabt. Da sitzt noch keiner drin, aber der Motor läuft. Diese Sache. Ja. Also ein bisschen Automobilschätze bewahren und so weiter. Hier scheint noch so ein kleiner Handelsstand oder was zu sein. Ja, ein paar Infos hier, ne? Ja. Gibt doch eine Menge zu gucken. Also, machst du selber? Mach alle. Ja. Also. Haben auch keine Möglichkeit mehr nachzumachen. Also das, was hier ist, sind jetzt wirklich die Restbestände. Kannst du helfen? Das ist alles selbst gerückt. Gar nicht. Meine Hälfte kriegen wir auch nichts mehr nach. Der Hälfte zu verkaufen. Das Maskottchen, der reißt einfach immer noch mit. Und? Der Löwe, was soll der kosten? Der ist auch nicht verkäuflich, der ist auch noch nicht. Den gibt es bei Wolters aber. Die Frau doch mal der Tasse, die bleibt noch. Ja. Wie bitte? Eine Tasse kostet 9,95. Entschuldigung.
Ja, wo ist Patrick jetzt? So, da kommt nämlich schon der nächste an. Da muss ich mal wieder gucken, dass ich parallel irgendwie fotografiere hier. Aber ich weiß jetzt nicht, ob wir den jetzt gerade haben oder nicht. Leute. Ja, toll. Motor aus, Kamera an, toll. Läuft. Ja, das nächste werden noch die 2-3 Busse sein und dann war es das auch schon wieder fast. 4. Naja, gut. Mal gucken. Ja, schauen wir mal. Leute, wegen den paar letzten Verbliebenen renne ich hier tatsächlich noch über den Platz und versuche die irgendwie einzufangen. Per Foto, was natürlich sehr schwer ist. Ja. Also, weil ja, die stehen natürlich alle nicht schön dicht beieinander, sondern wirklich sehr zerfleddert hier. Na? Und dann dauert die ganze Sache ein bisschen. Aber meine Güte, es ist okay, Hauptsache wir kriegen es hin. Ja? Und ja, ein paar sind dann noch geblieben. Ich meine, hier mein Bruder, der auch mit dabei ist. Der ja, fotografiert eher von rundherum, das heißt, er wird am Ende weniger schaffen. Aber dafür vielleicht auch nur das, was er auch wirklich haben will. Ja, ich nehme einfach mal alles mit. Weil schöner geht's nicht. Jo, hast du an mich auch gedacht? Nee, aber du kannst selber reingehen, weil die haben davon nämlich nicht mehr viele. Nee, von den Kugelschreibern. Ja, da kannst du nur einen holen. Oh, cool. Kugelschrauber kann ich nämlich immer gut gebrauchen. Dann frag mal, was da in diesen Schachteln drin ist und dann kommt immer da zwei raus. Da ist ein Zigarettenanzünder drin. In den langen Schachteln? In welchen langen Schachteln? Das ist mal ein Fenster. Ja, ich frag gleich mal. Ja, mal gucken. Weil hier steht nämlich der Bus von der Autostadt Wolfsburg. Und ja, ist auch ein bisschen. No. Der war sogar schon in Magdeburg. Ja, ich meine, dass ich den auch in einem meiner Videos mit drin habe. No. Also, wisst ihr Bescheid. Ja, irgendwie habe ich euch was verschwiegen. Und zwar hier die wunderschöne Drehleiter. Hat sogar an der Seite ein Fahrrad drauf. Und du willst jetzt nochmal von vorne oder was? Aha. Ja, eine Rückbank hat er auch noch außen. Ja, jetzt zeige ich euch das mal. So sieht er tatsächlich aus. Und ein Fahrrad dabei. Na, hinten der Schlauch dran. Das ist echt der Wahnsinn, Leute. Das ist noch Drehleiter, ja? Also, wenn euch da nicht das Herz aufgeht, weiß ich es auch nicht. Ja, ich versuche jetzt hier noch den Abschlepper hier zu kriegen. Gessler, der ein bisschen schwierig wird, aber ich frage ihn gleich mal. Er kurbelt nämlich gerade runter. Umblick. Jo, hatten Glück, konnte noch mal ein Foto machen von den beiden. Einmal Herforder und einmal Gessler, den Abschlepper. Oh, haben wir da Glück gehabt, wa? Hier steht eine schöne Sattelzugmaschine von Wand. Ist ja allgemein bekannt. Schwertransporte und so weiter. Ne? Ja. Da fährt der Sattelzug Tieflader von Bissing mit dem Leiterwagen. Ja. Echt geil. Ja. Bayerischer Rundfunk und so weiter, ne? Jo, haben wir einiges noch gekriegt. Zwar nicht die ganzen 100 oder so, aber wir sind gut dabei, sag ich mal. Also es reicht. Ne? Also dafür, was ich haben wollte, das reicht allemal. Und jo, dafür hatten wir wenigstens keinen Eintritt. Ne? Muss man auch mal so sehen.
Also man kann nicht immer nur meckern, ne? Aber tatsächlich haben wir Glück gehabt. Nicht wie andere, die bis zum bitteren Ende Eintritt verlangen. Ja, da waren wir gut dabei. Ja, dahinter ist noch eine Zugmaschine, Sattelzugmaschine, den grünen. Und hier Bayerischer Rundfunk, der Bus. Bei Autostadt, da gibt es sogar noch Kugelschreiber und sowas. Ist er gerade hinmarschiert? Ich bin weg. Ja, die Bilder bekommt ihr dann hinten dran. Ich versuche nochmal den Bus anders zu kriegen hier. Den roten. Also den Bus hier. Weil das ja eigentlich so gesehen hier nicht meine Position ist, dass ich hier von der anderen Seite fotografiere. Ja, und damit haben wir es dann auch schon. Jo. Ich würde sagen, das war es dann erstmal gewesen, wenn nichts Neues dazu kommt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like, Kommi, Abo etc. alles da. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Ich muss mal meine Kamera ausmachen. Darf ich auch nicht vergessen. Und jo, bleibt mir wohl gesonnen. Ne? Bilder kommen jetzt hinten ran. Wie immer, musikalische Untermalung, natürlich GEMA-frei. Damit YouTube nicht meckert. Und wisst ihr Bescheid, ne? Jo. Und ja, die stürmischen Böen, das Wetter, alles hat gepasst. Ne? Also perfekt. Und dann sage ich bis zum nächsten Video, morgen oder keine Ahnung wann. Ne? Also, wisst ihr Bescheid.